Was genau macht man im Private Equity? Also Private Equity heißt am Ende des Tages privates Eigenkapital. Ne? Du hast quasi Public Equity. Das ist bei Firmen, die an der Börse gelistet sind, da kannst du als Anleger Equity kaufen. Das heißt Equity, Eigenkapital. Bei Private Equity kaufst du auch Eigenkapital, aber du kaufst es nicht von öffentlich gelisteten Firmen, sondern du kaufst es von privaten Firmen. So, und das heißt, im Private Equity hast du eben bei weitem nicht so viele Kennzahlen etc. von den Firmen, die du analysierst. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, Target-Firmen herauszufinden. Und deshalb ist dann meistens so, dass Private Equity-Investoren du jetzt nicht irgendwie einen ganz, ganz kleinen Anteil des Eigenkapitals an einem Unternehmen kaufst, sondern oftmals ist es so, dass Private Equity-Unternehmen Mehrheitsanteile an den Target-Companies übernehmen. Dort dann teilweise vielleicht auch das Management austauschen oder neue Management-Impulse eingeben, um dann das Ziel zu haben, diese Target-Company oftmals oder ist oftmals so das Ziel nach, sage ich mal, 7 bis 8 Jahren wieder zu verkaufen. Das heißt, man will irgendwelche Wachstumshebel in der Target-Company, die man gekauft hat oder die man übernommen hat, möchte man durch irgendwelche Hebel mehr Wachstum erzeugen, man möchte irgendwelche ineffizienten Prozesse ausradieren, vielleicht die Firma restrukturieren etc., um einfach den Wert zu steigern oder Synergien mit anderen Portfoliounternehmen, die der Private Equity Fund hat, zu erschließen. Das ist jetzt mal ganz, ganz kurz zusammengefasst, aber da gibt es auch auf YouTube einige Videos von mir, wo das deutlich mehr en Detail erklärt wird.